Herzlich willkommen, Gima bei uns Bike TV. Ja. Schön, bist du da? Ja, ich freue mich. Erstmal in den neuen Büros. Ihr habt neue Büros. Ihr habt Büros. Wir haben Büros. Ich meine, was die Leute nicht wissen, dass ich früher in einem Keller gehaust habe. Das ist so. Also, und so jetzt sind aus Unmenschen Menschen geworden. Ja, das Bergwerksarbeiter. Wer, mit Kleider. Genau. Wer dem aus dem Gima ein Unmensch geworden ist, wie kommt man da so, wie kommt man drauf, ein Projekt, wo man sicher mal viel Zeit investiert, nachher so einen Namen zu geben? Ich habe vor knapp 7 Jahren einen Topf gemacht mit 5 Albumtiteln. Die habe ich jetzt noch alles da immer rausgezogen. Und es war nur noch ein Zettel drin. Also noch letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich Hippies gezogen und das Jahr habe ich Unmensch gezogen. Nein, wir wollten einen ganz klaren Konterpunkt sehen. Also setzen zum Hippies-Album. Titelmässig, aber ja gut, das eben inhaltlich sowieso. Mhm. Aber das hätte schon so zeigen, weil die Leute haben dann die Leute sind immer so spekulativ. Die denken, oh, jetzt macht er nur einen Pop, jetzt will er voll berührt werden. Mir kann das scheißegal. Mhm. Und Unmensch als Titel hat sich schon jetzt angeboten, so nach Hippies. Also das nächste Mal, oder im Herbst kommt, hat wieder so ein Titel, wo nochmal so einen Gag hinein anschweißt, nach Hippies und Unmensch. Du weißt ihn sogar, du darfst ihn nicht laut sagen. Ja, das ist klar. in einer, über dich wird sehr, sehr viel geschrieben. Ja. Also zum Beispiel ist es jetzt für mich schon mal sehr spannend, dass du mich hörst, wenn ich dir eine Frage stelle. Wie geht es in deinen Ohren? Aha, das. Ja, gut, das ist ja eine lange Geschichte. Also die Leute hier wissen, dass ich auch ein bisschen erst weiss, dass ich schon. Ich habe einen Tumor gehabt mit 13, wo man mir auf der Seite da. Man sieht es vielleicht nicht auf die alte Distanz. Da habe ich eine riesen Operationsnarbe, wenn man das Ganze in den Ohren entfernt hat, der Farbe. Und ich habe ein bisschen Pech gehabt. Letztes Jahr hat man einen rechten Trommelfell verrissen. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Ich habe Schmerzen gehabt, ins Suchloch. Und das Loch grösser. Und es gehört schlechter. Das heisst, ich höre jetzt 20%. Ja. Aber da ich halt immer schlecht gehört habe, bin ich ein bisschen geschult darauf, um halt anders zu hören. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber über jemanden, der nicht gut gehört, hört besser. Und ja, das ist halt ein Scheiß. Also, das ist jetzt auch ein bisschen mitverantwortlich für meine momentane Arbeitswut, weil ich nachher anschließend werden die Gehörgeräte angepasst oder die Mikrochips, ich weiß noch nicht genau, es wird mal debattiert, was es denn gibt. Aber wenn das dann gemacht ist, dann höre ich auf zum Stereo und zwar zuerst mal seit 17 Jahren, was dann wiederum bedeutet, dass ich ein halbes Jahr im Physio muss mindestens und wieder lernen, Gleichgewicht zu haben. Also ich lerne dann wie neu nochmal laufen und mich bewegen und eben auch singen und hören. Und darum mache ich jetzt momentan so viel. Das ist eben ein Grund dafür, dass ich so viel ankommen kann. Und ja, das gute Gehör, das ist echt ein Pain in the Ass geworden. Weil vorher wäre es noch gegangen, wo nur das auf dem Ohr schlecht ist, ist eigentlich easy. Und das Gemeine ist ja vor allem, ich habe beides nicht verschuldet. Also ich habe nicht gewünscht gemacht, dass ich schlecht gehört habe. Das ist als Berufsmusiker echt noch eine Ironie, wenn man eh schon nicht Noten lesen kann und nicht jeden Ton trifft und dann auch noch das. Also Gott will mir glaube ich sagen, hätte ich wirklich einen Fußballprofi. Ja gut, das ist aber auch noch schwierig. Ja, der Gott hat mir den Rücken gebrochen. Nee. Dann haben wir den Rücken gebrochen im Basketballspiel. Ja, auf jeden Fall Arbeitswut hast du vorher gesagt. Und da ist aber auch die Frage, ja eben, zu viel Gymma-Releases und die Leute haben dann viel. Wie fest strategisch gehst du vor? Weil du bist schlussendlich ja auch wieder, sagst Berufsmusiker, irgendwie musst du ja irgendwie ein bisschen dir ja auch ein Gedanken machen, dass du das vielleicht auch noch in 2-3 Jahren kannst machen. Oder ist dir das scheißegal? Nein, über die Gedanken meine ich mir nicht so berechnet, wie wenn ich das schätze, ich bin falsch. Also die Leute, die mit mir zusammen die Musik entwickeln und Musik merken, das später oder später dann recht intensiv, dass ich halt einfach wirklich nicht. Ich bin im Gegensatz zu ihnen nie so finanzabhängig von meiner eigenen Musik. Also ich muss ja nicht Musik machen, ich könnte x-Job machen, ich habe so viele Jobs schon gehabt. Aber der Punkt ist zwischen dem, dass mit dem Overkill gehöre ich immer wieder. Nur muss ich persönlich sagen, ich merke von dem nichts. Also, ich kann mit den Zahlen belegen, dass die Alben, die besser waren, haben sich besser verkauft, dass die Alben schlechter waren. Punkt aus an. Es ist scheißegal, wie die Musik sind und unter welchem Namen. Das ist einfach so. Und ich glaube nicht an die Aussage, dass sie Overkill könnte gehen. Abgesehen davon halte ich mich auch frecherweise für genau interessant, um so viele Weise zu sehen. du hast einfach deine Alben nach schlecht und gut bewerten. Ja, im Rückblick. Also ja, weißt du, wenn ich ein schlechter Familienvater wäre, der ich offenbar für meine Musik bin, dann habe ich meine Lieblingskinder und meine Adoptivkinder, die ich nicht so gerne habe. Was sind denn deine, was ist dein beste Album, das du gemacht hast? Das beste ist Instinct. Im Vorhinein Schmidt, ganz klar, mit weitem Abstand. Vor Unmensch? Ja. Das Album ist ein Meilenstein, den werde ich wahrscheinlich nie mehr vorbeiführen. Was führst du jetzt zurück?
die lange Vorbereitungszeit, das intensive Thema, der kreative, extrem gute Austausch mit Cloud. Also da spielt so viel mit, aber das ist ganz sicher das Album, wo ich... Wenn meine Kinder mich mal fragen, Papa, was hast du gemacht? Das ist 20 und 30, dann werden das Album erlebt. Und auch andere. Nein, aber ich meine, ja. das ist wirklich so ein Herzstück, wo... Mhm. Ja, das ist ein bisschen mehr als einfach ein Album. Es ist wirklich ein Riesenstein. Und ich meine, jetzt merkt man etwas los. Es ist wirklich anders konzipiert. Jetzt ist das komisch, weil viele Künstler werden ja einfach immer gute Alben rauslassen und du sagst eigentlich indirekt, ja gut, ich lasse auch mal einen Scheiß raus. Ja, das kann man so, also ich würde es jetzt nicht explizit ja, so sagen, ich mache ja nicht bewusst einen Scheiß, aber ich finde eben auch die Sachen interessant, die dann halt mal in eine Richtung gehen, wo viele Leute nicht nachvollziehen können. Also, zum Beispiel, ein Hippies braucht es. Ein Hippies ist für viele ein Scheißalbum, inklusive mir, im Nachhinein auch ein bisschen ein Scheißalbum, aus ganz anderen Gründen wie für die Leute, aber so etwas braucht es, um sich neu wieder aufraffen und finden, ach komm, ja, okay, das hat in dem Fall nicht funktioniert, machen wir halt wieder etwas ganz anderes, probieren das neu aus und probieren eine andere Bestätigung aus. Oder zum Beispiel jetzt, das Album ist ja recht aggressiv, kann man sagen, und sehr fäkalsprachlastig und sehr deutlich. Und das ist verdammt angenehm, um so etwas dann machen nach Hippies. Es geht nicht darum, dass ich es jetzt besser fände oder schlechter, wie immer gewertet, aber es ist auf jeden Fall eine grosse Erlösung, um so etwas wieder machen zu können. Also eigentlich tust du dich auch so ein bisschen über... Ein Album gibt dir wie auch eine Chance, etwas anderes, also es ist für dich so ein bisschen leiterlich spielmäßig, weil es für andere ist, ein schlechtes Album mag es gar nicht leiden. Ja, nein, aber das Wort schlecht ist ein bisschen komisch, in dem Zusammenhang. Ich finde, es hat jedes seine Qualitäten und seine Berechtigung. Hat auch in absoluter Vorrangstellung in Sachen Produktion. Das ist im Radio tauglich. Es hat den grössten Radio-Hit, den ich kam, drauf gehabt. Es hat also all seine Qualitäten. Aber ja, ich erlaube mir selber, auch Sachen zu machen, wo vielleicht einen Schritt zu weit gehen oder wo für die Leute nicht nachvollziehbar sind, einfach zu mir selber auch ein bisschen pushen, weil es ist fluchtlangweilig, wenn du einen Rapper los ist und sorry, und ich höre Schweizer Rap, ich höre sie alle, ich höre euch alle und ihr entwickelt euch nicht. Nein, es ist global, es ist scheiße, viele von euch sind extrem scheiße und schon eure Debüts sind scheiße, wenn wir noch andere Leute machen. Also ich habe, das ist die gesunde Unmensch-Arroganz, die ich mir jetzt zutun und ich habe noch Lust zum Umprobieren. So, dass die Typen sich nicht selber langweilen. Weißt du, und das habe ich relativ schnell gehabt. Sie haben schon noch Panzer, der relativ ähnlich war und auch überlegt ähnlich war wie hier in der Schweiz, habe ich schon gelangweilt. Das ist etwas Neues, was man machen. Oben kann man, dann haben wir Eiszeit gemacht. Und das ist schon ein bisschen hochgeschlagen. Also, ich denke, es bleibt sicher immer bei Alben, die Text haben, Mundart. Das wird immer das Ding sein. Aber was für Konzepte, für Themen, für Musikstil, da gibt es noch so viel zu entdecken. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, und Gnade Gott, irgendeine kopierte Idee jetzt, und es macht es garantiert jemand, ich will ein Volksmusikalbum machen ohne Beats. Ich will nur Volksmusik, mit einer Länderkapelle. Das habe ich ja schon gemacht, mal mit einer EP aufgenommen, mit der Kapelle in Oberalp, schon 1996. Ich will jetzt da nicht anspielen auf irgendetwas, aber so etwas würde mich reizen. Oder auch mal eine Reggae-Platte, wobei das ist im Moment schon zu trendy, das ist ein bisschen übel. Also, oder einfach sich aus dem Fenster lehnen. Also, was ich sicher nicht machen werde, ist irgendwie so ein Elektrohausprojekt mit den Tönen mit 50 anderen im Moment. Also, das ist sicher auch ein Thema. Aber eben so pushen. Also, eben, zum Beispiel das nächste wird wahrscheinlich jetzt kommt Musik. Und so muss das funktionieren. Also, Wiederholung und Stillstand ist der Tod. Okay. Was ist wie Unmensch? Was ist dort eben das Trittbrett Hippies irgendwie zu Unmensch? Wo dann aber irgendwie, ich weiß nicht, ob du das geschrieben hast, irgendetwas, das geht fast ein bisschen zurück zu weißen Müll. Ja, ist das eigentlich gleich wieder Back to the Roots? Ja. Also es hat so viele Ebenen. Es ist so zum einen musikalisch einfach wieder mal explizit, weil halt die reden so und denken so. Ich denke nicht immer in den Blöden, also gar nicht. Ich mache mir auch viel Gedanken, eben Sozialarbeiter, ehemalig und so. Da gehst du halt einfach anders zügig an gewisse Themen her. Und eine andere Ebene ist auch, eben, die Grafik zum Beispiel haben wir extrem angepasst an weißen Müll. Auch bewusst, um eben die Fans auch wieder ansprechen, die immer mit der Zeit, immer wieder, also auch ein bisschen zu Unrecht, das sind immer ein bisschen, wie soll ich sagen, weggeschubbt worden und immer gesagt, schau, ich mag nicht immer in die Idee der Rapper sein oder das und so. Und jetzt ist auch mal der Punkt, wo ich sage, aber ich bin immer noch Rapper schlussendlich. Und ich kann Rapper und ich habe auch die Fotos immer noch, die haben es immer noch gerne und die sind nicht einfach, die sind mir nicht nichts wert. Sondern ich habe auch gerne mal, nimm die Zeit, um euch auch mal abholen zu einem Thema und wieder etwas geben für die Leute, die halt vor allem am Anfang mich wirklich aufgebaut haben und mir auch eine Karriere ermöglicht haben, zeitweise, wo ich davon gelebt habe, wo ich mir geträumt hätte. Und das ist eben auch noch sehr wichtig. Und halt eben, es macht halt auch saumässig Spass, mal ein paar Lieder rumtissen und fluchen. Also das ist halt auch etwas. Das ist nochmal so eine Ebene,
wo ich halt auch unbedingt ein bisschen zurück zu den Roots, also nicht zu den Roots würde ich sagen, aber einfach das zeitgenössisch nochmal aufarbeiten. Mhm. Und wie bist du so dran her? Sehr entspannt und, oder, erzähl ich euch. Ja, also es ist extrem entspannt gewesen, zum einen sind die Songs einfach entstanden, neben den anderen allen. Also, da jetzt einzelne sind schon während der Eiszeit. Ja, schön. Schönes Beispiel. Aber während der Zeit entstanden, dann auch bei der Oldenkaufnahme jetzt einzelne Splitter schon gehabt. Und dann bei Hippie sowieso, weil ich wirklich fast das Ventil braucht, haben sie mir jetzt abreagieren, neben der strengen Pop-Vorschriften. Und dann war schon so quasi das Grundgerüst parat. Und dann war es einfach nur noch eine Frage von, gibt man es raus oder gibt es gar nicht raus? Mhm. Und wo man entschieden hat, man gibt es raus, dann war klar, dass ich noch ein Studio mache, noch ein paar Sachen. Und so ist es einfach passiert, wie neben den anderen Alben. Aber es ist als vielfach entspannteres Arbeiten als auf anderen Platten. Auf jeden Fall. Es ist auch kein Erfolgsdruck da, das ist auch noch geil. Also durch das, dass ich mich wieder rausgenommen habe aus dem ganzen Wettbewerb, also ich meine, man muss sehen, es gibt ein paar extrem erfolgreiche Rapper, das gibt Stress, im Blick, aber in den Konkurrenzkampf habe ich gar nicht reingehen, weil die leben von Formeln, die wahrscheinlich nicht mehr allzu verreckt können, abändern, weil dann das Risiko entsteht, dass dann eben wieder zurückkommen in den Verkauf, was ein Schade wäre für sie. Kann ich nachvollziehen. Mm-hmm. Und ich wette den Wettbewerb aber nicht mitspielen. Und so. Ja, ja, im Moment so erlaube ich mir viel lockerer an die Sachen herzugehen. Möchtest du den Wettbewerb nicht, im Moment nicht mitspielen? Oder sagst du lieber mehr und anders und mal wieder ein bisschen zwei, drei Fans verlieren? Und halt. Ja. Ich definiere mich als Musiker nicht als expansionswürdig. Also ja. Ich habe nicht vor, unendlich Erfolg zu haben. Ich muss auch nicht mehr haben. Ich muss auch nicht heute, ironischerweise, vor dem Interview habe ich meine erste Goldige gekriegt. Ich meine, das ist ja auch schon geil. Das ist ja ein urgeiler Moment, wenn ich mir nach 4 Jahren nach dem Release eine Goldige kriege. Das sind Bestätigungen, die Freude machen, aber das ist nicht der Grund, warum ich Musik mache. Mhm. Also ich würde jetzt auch nie das blöd, dass mein Lieblingsdummheitszitat von Musiker sagen, also ich mache es auch nicht wegen der Liebe zur Musik, sondern ich mache es einfach, weil ich Spass habe und weil ich damit Geld verdient habe, zeitweise, und weil ich immer noch Geld verdiene und weil ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht am angekommen. Also ich habe noch, ja, es hat noch Energie, es gibt noch etwas. Mhm. So definiere ich Leben. In jeden Fall. Okay. Ja, dann ist ein bisschen zurück zu Unmensch. Es gibt da, du dissest dich da wieder sehr gekontert, die ganze Servola Prominenz und die Öffnungen, die unser Körper so hergibt, werden auch. Hey, und wieder mal irgendwie gementioned. Bist du nicht auch aus der Wahl? Also jetzt sagt einfach, ja, Jima, get over it. Also, yeah, und andererseits, Dana Meyer, vielleicht findest du ja, Dana Meyer muss es wirklich mal hören und schickst du da all diesen Alben, oder was ist da genau alles so ein behindert? Gut, das ist das erste und einzige Dana Meyer. Nein, es sind zwei auf dem Album. Das ist ja das einzige Mal, wo ich das irgendwie mal auf Musik bezogen habe, dass ich es nicht mache. Das ist natürlich schon eine Sammlung von 5 Jahren Frust. Also so wirklich, ich habe mich wirklich zurückgehalten. Nach Panzer ist nie mehr irgendwie so etwas richtig angerichtet gekommen. Ich habe dort auch nicht erreicht, habe ich gefunden, wenn ich nach anderen Politiker Morddrohungen kriege von irgendwelchen Nazi-Idioten, dann muss ich sagen, ja, und dann ist halt immer einig gewesen, dass es mehrere waren und dann machst du schon Gedanken, oder? Lohnt sich das? Ja, weißt du, ist das, was ich will? Und, ja. Und ich habe mich darum auch relativ stark zurückgehalten, denn also viele nähren ja ihre Kritik an mir immer noch an Dings, der ist überall gewesen, der hat das und das. Aber ich habe gar nicht viel gemacht. Ich habe in den letzten 2 Jahren genau ein Interview gegeben. Das weiß noch niemand, weil sie immer noch in ihrem Retro-Flash drin hängen. Aber es ist eine Art, die mir entspricht. Das zynisch Böse, das wir sind der Einzige, der das öffentlich so breit gefächert macht. Schau mal, wer gibt es denn noch in der populären musischen Umgebung, wo sich das erlauben kann oder erlaubt? Niemand. Also, gut, Stress hat man fast gelocht. Blick hat es auch mal gesagt, jetzt entschuldigt man sich dafür, aber ja, das macht es niemand. Und ich habe einfach das Bedürfnis, ab und zu mal auf die Kacke zu hauen. Meine Kollegen werden das bestätigen. Ich bin so, ich kann ab und zu einfach mal ausfahren und meine kurzen Tempozentrum-mäßigen Ausbrüche haben und dann einfach mal schnell abladen. Ich bin so. Aber also, du bist ja gleich auch genug liebenswürdiger Mensch, dass wenn du die Anna mehr siehst, dass du irgendwie gleich eigentlich noch easy findest. Ich bin aber auch nicht Jimmer. Also ich würde sie als Jimmy ja eh nicht treffen. Warum sollte ich sie treffen? Also, aber weißt du, was ich meine? Oder ich meine, du... Jean-Marc Schmid ist etwas anderes. Weißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, blöd gesagt, ich bin im Coop und kaufe Gemüse, nicht im Coop, der ein anderer Rechner. Globus. Ich bin gar nicht im Migros. Ich gehe im Migros, oh, den Globus kann ich mir nicht leisten, aber ich gehe im Migros und treffe Anna Meyer am Gemüseregal. Dann gehe ich her und stelle mich vor als Gianmarco.
Dann ist sie natürlich überrascht und wird zweimal überlegen, dass, oh, das ist der blöd primitiv. Und würdest du dann für den Jim entschuldigen? Nein, das würde ich nicht. Aber meine, auch sie wird genug Intelligenz sein, um zu wissen, dass ein Mensch nicht unbedingt das ist, was er in der Öffentlichkeit darstellt oder als das er dargestellt wird. Und das ist ein grosser Unterschied, finde ich. Und sie muss auch als öffentliche Person drüberstehen, wenn sie von einer öffentlichen Person kritisiert wird, finde ich auch. Man muss ja auch, man werden die anständigen Leute angegriffen. Ich bin in der Lage zurückzugehen oder nicht. Aber du nimmst ja also auch nicht unbedingt immer super easy, oder? Ja, aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich reagiert habe. Ja, also internetmäßig hat mir schon hin und wieder gedacht. Ja, aber das ist das Internet, das ist dann auch wieder nicht der Gym. Also zum Beispiel auf meinem Online-Blog geht es um vielfach, wenn ich reagiere, geht es um Gianmarco Schmidt Sachen, wo ich mir einfach eine Person verarscht fühle und wo ich finde, da äußere ich mich jetzt zu. Es gibt klar, es gibt immer so Überschneidungen, aber Internet, Text, das ist nicht mein Metier, das ist irgendein Brunz. Also Internet ist ja ein Witz. Das ist, da kann sich irgendein Hans-Uli da auf Eidgenossen einschreiben als Greatest Rapper of All Times Nummer 8732.ch und aber über jeden Rapper, der jemals überhaupt erzählen soll, und dann schaust du einen Artikel, einen Informatiker, der irgendwo hockt, da in dem Büro und der Chef wüsste, dass es ein Scheißstück würde, dann hast du nicht einen Zemmerschiss gekriegt, um heute mal zu brüllen. Also, Internet ist eine Sache für sich. Mhm. Und da spiele ich gerne mit dir mit. Das ist überhaupt nicht das Problem. Also, eben, es ist eine Sache für sich, das darf man auch. Aber ich sehe das nicht als definierende Plattform. Aber eben, das, ich finde das auch noch eine wichtige Diskussion, dass man auch weiss, dass wenn ich daheim mit den Hunden spazieren gehe, dann bin ich nicht im Gym. Dann wäre ich nämlich betrunken und in der Unterhose mit den Hunden spazieren gehen. Das ist schon okay. Aber das ist nicht das Ding, das ich immer verfolge als privater Mensch. Es wäre nicht das Ziel, dass ich in der Unterhose gehe. Das nie vorkommt. Das will auch niemand gesehen. Das hast jetzt du gesagt. Ja. Zurück zu der Musik. Du hast ein paar spannende Features, die irgendwie nicht unbedingt bekannt in ihm sind, wo man vielleicht auch nicht erwartet hat, dass ein Sema mit dir auf einen Track geht, dass ein Gerard MC, der ein Österreicher ist, gell? Ja. Momo ist drauf, gerade noch ein OBK-Jungs. Erzähl so ein bisschen, wie kommst du zu denen? Oder wie, und der Kuti MC? Also der Hidden Track ist natürlich ein toller Mensch, aber es ist ein Hidden Track, nicht verraten. Unmentioned, aber wir müssen ja gleich... Der Hidden Track hat einfach noch ganz viel mehr Features, so weißt du vom Kuti. Yes, das erzählt uns ja auch. Das weiß man schon, weil das sind einfach noch ganz andere Rapper auf dem Song. Und sogar Nicht-Rapper sind dort noch drin. Also, lasst auch den Hidden Track. Ja. Ich lasse mir das einfach nachher auch anschauen. Aber zu den Featurings, also das ist bei jedem etwas anders. Der Gerard ist zum Beispiel ein langjähriger Kollege von mir und ich habe auf seiner ersten Platte etwas gemacht. Er hat auch etwas bei mir machen und mehr ist irgendwann hat sich das mal ergeben mit dem Featuring. Das ist lange in der Schublade und jetzt hat es passen. Ja, und ich mag ihn sehr gut und ich habe vor allem eine riesige Freude. Er hat jetzt da wirklich mal 5 Sterne in die Juice gekriegt und wirklich einen riesen Schiss von einer Platte abgeliefert. Das ist also geil. Der Sema ist auch einer meiner Lieblingsrapper, aber wenn wir halt in unserer grenzdebil dämlichen Hip-Hop-Schweiz leben, ist es ein bisschen verpönt, wenn ein Bündner, wenn man Zürcher, gefährlich. Aber wir haben uns recht früh schon eigentlich über Internet kontaktiert und haben auch schnell gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht unähnlich ticken und dass man halt auch mal irgendwie ein bisschen Rahmen zerbrechen muss, um den Alten und Jungen fühlt zu sagen, hey, jetzt ist es mal gut, das kann man jetzt mal lassen. Die Stadt-Land-Diskussion hat echt ein rundes Land für, die gibt es da nicht. Und ja, von dem her, Vicky, ein riesen Feature, also ich bin von seinem Part riesig begeistert und bin eh schon wirklich ein Fan vorher schon. Und das hat mir sehr gut gefallen. OBK ist OBK, das ist begleitet, schon nichts passiert einfach. Und Momo ist eine Sängerin von Luzern, die so klassisch ausgebildet ist und wirklich sehr gut ist. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie ich auf die gestoßen bin. Ich glaube auch immer Internet, meistens Internetbekanntschaften. Und mit ihr habe ich dafür mal ganz anders geschafft. Mit ihr habe ich den ganzen Song zusammen geschrieben. Das ist mal eine andere Herangehensweise, die war sehr spannend. Da habe ich ja noch Benefit. Ja, aber der ominöse Internet-Track, der geht übrigens 9 Minuten. Das ist nicht gut. Cool. Du bist voll gefasst, wenn es mal los ist. Das ist gut. Das ist super. Jetzt ist er natürlich Uhren nicht mehr hidden. Aber ich glaube, der Gag ist also der muss man sich nicht entziehen. Das ist abartig von einem anderen Planeten. Okay. Eben, habe ich noch mehr Features, ich glaube nicht. Nein, aber eine andere Internetbekanntschaft kommt sogar einen ganzen Song über. Oder ich weiß gar nicht. Oh, das ist keine Internetbekanntschaft. Jetzt geht es eine ganze Zeit. Aber ganz eine schöne Überleitung, musst du zugeben. Ja, aber die haben es jetzt geschnallt. Aber das ist eben ein Irrtum, wo viele Leute haben. Das ist wiederum überhaupt keine Internetbekanntschaft. Eine persönliche, sehr gute Kollegin von mir, Xenia Chumiceva, würdest du meinen? Das ist die Dame.
wo über, also ich sage jetzt so, dass es sie ist, weil wir einfach nie in einem Interview alle darauf ansprechen, ob sie jetzt sie ist. Und ich denke, alle gehen davon aus, darum bestätigt das einfach mal partiell. Ja, ja, klar. Das ist wirklich eine gute Kollegin. Und ihr seid übrigens alle auf Facebook mit einer falschen Xenia Chumichev befreundet, weil ja, andere ist nur mit mir befreundet und mit euch anderen nicht. Das ist einfach gerade wissen. Das können wir auch nicht. Und sie nimmt euch auch nicht an. Das kann ich euch auch sagen. Das ist doch das ist nach einem Chima, wo ich verliebt bin. Nein, so ist es nicht. Also sie hat sich auch noch gar nicht gewusst dazu sagen. Ich habe vor lauter Scheiß noch ihr das gar nicht geschickt. Also sie weiß eigentlich gar nichts. Xenia, die ja jede IGTV-Show nicht verpasst wird. Ja, die immer in den Internetforen rumhängt. Die werden natürlich spätestens, wenn heute jetzt einfach wissen. Ich glaube, die wird sich futschlachen. Das ist nicht ein Roman, der jetzt da riesig aufbleibt. Ich habe einfach die Idee lustig gefunden hinter dem Song. Ich habe natürlich aber zu weit gedacht, weil ich bin halt tatsächlich mit sehr vielen Missen und Vize-Missen und Ex-Missen halt befreundet zwar über die Jahre. Und ich denke, ich mir ist einmal ein lustiger Gedanke, um das einmal ein bisschen, so weißt du, die unerwiderte Liebe, weißt du, das ist doch schon früher. Ich bin nicht der Schönste, ich habe früher schon in der Schule das Problem gehabt. Du verliebst immer in die eine und die geht dann ausgerechnet mit Nicole Willi nachher, weißt du, den. Alle, aber nicht der, oder? Ja, weißt du, er, Mann, was hat der? Ja gut, was hat er, was ich da? Die Eltern sehen gut aus und spielen in der zweiten Mannschaft. Okay, ich spiele in der vierten Mannschaft, sieht scheiße aus. Und dann aber trotzdem sind keine Gründe. Nein, aber keine Gründe, oder? Ja gut, ich meine, ich habe, ja, jetzt als berühmter Rapper habe ich natürlich viel Revanche. Spickereien können anzeigen, nicht mehr. Aber nein. Namensliste erscheint im Abspann. Nein. Der Gentleman genießt und schweigt. Aber was es mir geht, ist wirklich so die unerwiderte Liebe, die unmögliche, glaube ich, jeder hat das. Mhm. Und siehst du nur so über das Entfernt, oh, ich finde es gar nicht, ja, das ist so lässig und ich weiß genau, wie sie mich treffen, wie ich es cool finde. Und das habe ich gefunden, das ist noch eine geile Idee, wenn ich das kann, mit ihrer fiktiven Mister schreiben. Mhm. Das ist eigentlich, eben, geschrieben habe ich es eigentlich nicht mehr gesehen, explizit, aber ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass die Leute das so hören. Und dann, jetzt ist halt gesehen, in den Song nachträgt, ihr seid schuld. Danke. Ja, vielleicht hat sie ganz fest gefreut. Also sie wird lachen, aber ich glaube, sie wird mich eher auslachen, sie kennt mich auch ein bisschen, sie weiß um meine Fürze. Also. Wir haben uns gerade vor zwei Tagen noch unterhalten. Also sie wird sicher lachen, ich habe es Ricky noch nicht gesagt. Ja. Okay, wir werden das sicher hören. Meine letzte Frage, was ist auf dem Gym in einer Musical Bucketlist? Musical Bucketlist? Das ist eine Bucketlist? Es gibt auch hier den Film, wo das, was man noch erleben will, also der To-Do for Life. Ah, das ist so wie das von John Cusack oder der High Fidelity Film, weißt du das? Nein, es gibt auch den Morgan Freeman, zwei alte Männer und der eine Krebs und dann gehen sie noch alles machen. Was? Ja, David, ja. Sind aber auch Schmidt? Nein, ist ja nicht. Ich weiß den Titel auch nicht. Weißt du, wir haben nicht zum Film. Auf jeden Fall, was ist noch deine To-Do-List, musikalisch oder deine Dream-List? Ja, gut. Musikalisch, die du noch hast, wo man jetzt noch so 45 Sekunden kannst abbrechen. Ich muss ehrlich gestehen, von den musikalischen Wünschen habe ich mir echt schon fast alle einfach erfüllen können. Durch Zufälle, also. Ich muss sagen, mit meinen alten Helden habe ich jetzt mit fast allen geschafft, wo ich können und mit den anderen bin ich irgendwie so weit, dass sie eigentlich gerne hätten, aber zum Beispiel keine Musik mehr machen. Ja, das ist scheiße zum Name-Drop, das tönt immer so pseudomässig. Aber und ein paar kann ich auch nicht sagen, weil sie kommen die ersten. Ja. Aber ich habe da wirklich sehr viel schöne Erlebnisse gehabt. Zum anderen, was ist musikalisch? Es ist nicht so, dass ich die gegeben hätte. Also ich muss jetzt nicht sagen, dass ich noch ein Platin-Album oder ich muss nicht mal sagen, dass ich ein Gold-Album noch mal erwarten oder so. Ich freue mich riesig. Wir sind momentan noch mal Buch- und Schmiedalbum dran, das wo jetzt auch gehörbedingt ein bisschen schneller muss gehen. Und dort gibt es auch schon erste Skizzen und das ist auch ein Traum. Also das ist auch ganz geil. Das wird sehr spannend. Ich darf noch nichts viel verraten, aber es wird auch spannend für mich, um das jetzt umzusetzen, wenn wir dran sind. Sonst. Also ich erlebe eigentlich meine schönsten Momente, nicht die spontanen Studienmomente. Das ist so mein Element, wenn ich mit jemandem dort bin und dann gibt es so gewisse Funken und dann kommen halt Sachen, das habe ich sehr gerne. Es muss nicht mal Rap sein, es kann auch sonst Zeug sein. Sie haben mal dort als Produzent hocken für irgendjemanden oder einfach nur als Ideenlieferant. Das sind die geilsten Momente, finde ich eigentlich. So aus den Charts verkauft, das ist alles so eine surreale Welt, die ich immer noch nicht ganz begriffen habe, wieso man sich dann nicht aufgeilen. Also ich habe Freude, aber ich muss nicht ab dem definieren. Und sonst, ja. Eben Auftritte habe ich eh schon nicht so gerne. Also, und da kann ich auch nicht mehr grösser werden. Ich habe in allen grossen Orten gespielt. Auf der grössten Bühne in der Schweiz auch, im grössten Stadion auch schon, mehrmals. Also da gibt es nicht mehr viel Potenzial. Im Fernsehen bin ich gelaufen, im Radio bin ich Coach, Charts bin ich gewesen.
Been there, done that. Ja, wirklich. Und es ist aber auch wirklich genau die Mentalität, macht es eben aus, dass jetzt zum Beispiel Unmensch sehr locker ist. Weil eben, been there, done that, ich kann nicht viel machen. Hm. Und ich kann auch nicht von mir selber mit dem Anspruch hergehen, dass ich unbedingt noch so etwas Extremes erreichen muss. So. Mhm. Aber wenn ich jetzt einen blinden Wunsch hätte, dann würde ich mir eigentlich mehr wünschen, zum Beispiel, dass ich Gitarre spielen könnte. Das wäre jetzt zum Beispiel ein musikalischer Wunsch, dass ich noch Gitarre lernen oder ja, mal Gitarre lernen oder die Klavier. Weil ich kann wirklich kein Instrument spielen, das ist schlecht. Das entwickelt sich ein bisschen zum Nachteil, wenn man so ein Fach singt. Dann stehe ich nur so, ja Toni, wenn es kommt, stimmt, was du sagst. Oder, ja Wolfgang Amadeus, du hast recht natürlich, sorry, ich habe nicht daran gedacht, dass die Triolen da, oh mein Gott. Dumm von mir. Dumm von mir. My bad. ja, das ist so Zeugs. Also ich will mich selber einfach ein bisschen entwickeln und einfach ein bisschen schöne Momente haben. Der Rest ergibt sich meistens von alleine, solange nicht so viel Kraft da ist. Ich glaube, ich nenne es eben mit dem anderen schon super Moment. Okay. Passt. Ein glücklicher Chima mit einem unmenschlichen Album. Ja. Wäre einfach nicht die Stimmung zum Album. Ja, also, ja, Mann. Nein, Mann. Ja. Stimmung zum Album. Das ist der Chima, der war ein Pisser. Ist ein als Wichser und eure Mütter ein Bartwuchs. Das war mit dem Chima. Tschüss zusammen.